Komm, eine halbe Stunde machen wir noch. Hallo und herzlich willkommen zu Ja, viel Uncharted. Spaß. Noch eine halbe Stunde mache ich noch. Sehr gut. Weil es macht jetzt gerade Spaß. Nach 11, deswegen, ich wollte ja noch frühstücken eigentlich. Aber eine halbe Stunde mache ich noch. Sexy. Wenn man Psychopathen mag, niemand ist perfekt. Das Basislager ganz oben, Balkon. Okay. Dann mal los. Hatte unsere Route schon geplant. Infiltration. Was schlägst du vor? Ich überleg mir was. Bitten wir jetzt hier über was? Nee. Keine Waffen, nix. Naja, Hauptsache die kann Karate, ne? Ja, hier. Komm, ich springe hier runter. Nee, Quatsch. Komm schon, ich helfe dir hoch. Ja. Na bitte. Und jetzt lass die Leiter runter. Los, Louis. Danke. Die wollte schon weiterspringen, hat das gemerkt? Nicht so übel. Und jetzt Geduld. Geduld. Okay. Und hoch. Echt jetzt? Echt. Hoch. So vielleicht. Ah, okay. Und jetzt hier hoch. Ah, okay, alles klar. Man muss ja erstmal wissen, was da tut, ne? So, dann da denke ich mal hier rüber. Nee, Quatsch. Ein bisschen höher noch. Jetzt. Jawohl. Schön vorsichtig. Sicher, dass das sicher ist? Nein. Bist du sicher, dass es sicher ist? Nein. Ich denke mal, dass wir runter müssen. Ne? Ui. 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 Wow. Ein bisschen Spaß muss sein. Na los. Hier entlang. Dir ist klar, dass wir uns von Asafs Versteck entfernen? Ja, wir nehmen den langen Weg. Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Hä? Jetzt weiß ich, warum du immer zu spät bist. Der sicherste Weg ist immer der längste. Was denn sonst? Also. Erledige ihn. Nein, ich schalte den aus. Cobra 1 für Cobra 5, over. Empfang, Cobra 1. Geh zum Pink Lotus, da ist was los, over. Verstanden, Cobra 1. Scheiße. Und wohin jetzt? Hoch. Endlich mal was gefunden, ne? Hier, guck mal, drei Dinger mehr. Na, jetzt ist egal, ob ich was finde oder nicht. Scheiß drum drauf, ey. Irgendwo. Okay. So, jetzt die Frage, wie kommen wir hier hoch? Na ja, gut.
Queer. Mädel, spring mal ordentlich. Guck mal. Jetzt. Ah, ein bisschen Spaß muss sein, geil. Okay, geil, da geht's. Fee. Da müssen wir hin. Aber ohne Schneidbrenner kommen wir hier nicht durch. So, jetzt improvisieren wir. Machen wir das nicht schon die ganze Zeit? Pink Lotus Hotel. Ach, das ist das, was sie meint. Jetzt improvisieren wir hier. Gucken wir mal. Haben sie nicht irgendwas? Optionen. Bleib hier. Okay. Also erst runterdrücken und dann gleichzeitig das. Ah, okay, ich hab's gesehen. Entschuldigung, ich hab's gesehen. Ja. Tja, sie macht ihrem Ruf alle Ehre. Die Haare. Ah, okay, ich hab's schon gesehen. Ja, alles klar. Ah, stopp. Nicht hier runter. Hier runter. Ja! Mal los. Oh, Scheiße! Lass mich umbringen! So, jetzt muss Aloy ran. Jetzt muss man fliegen. Entschuldigung. Wir machen um Kisten lieber einen Bogen. Okay, klingt gut. Aber wir haben hier auf jeden Fall einen Durchbruch geschaffen, den wir hier auf jeden Fall weiter verzieren können. Schwingen Sie es. Na, wie soll das denn gehen hier? Nein! So, okay, mit Schwingen. Einmal. Jo.
Ja, versuchen wir es mal hier rüber. Okay. Ich habe gedacht, die macht so. Weißt du, so. Das hat sie nicht getan. Naja, gucken wir mal. Hier gibt's günstiges Büromaterial, falls du was brauchst. Bist du bei einem Job immer so gesprächig? Ja. Warum laufe ich denn nicht normal? Keine Ahnung. Kann sein, dass ich runterfalle. Naja, fast, ne? Also normalerweise wäre sie runtergedüst. Ein Problem weniger. Geht nicht. Die Tür geht auch nicht. Es ist direkt über uns. Siehst du? War doch nicht so schwer. Echt nicht. Wir machen jetzt mal Blick hier auf Pink Lotus. Oh, sehr geil. Krass. Okay, dann wollen wir mal. Ich brauche nur einen Moment. Suchen wir die Scheibe. Dankeschön. Ja. Himmel. Das ist ja wie in einem Antiquitätenladen. Er war wohl sehr fleißig. Was glaubst du, was das alles wert ist? Genug, um seine kleine Revolte noch ein wenig länger zu finanzieren. Ich hab was gesehen, klar. Ich will mal gucken. Ja, guck mal hier.
Oh, schrecklich. So viele neugierige Katzen. Apropos. Touché. Das stört dich nicht? Das sind alles indische Artefakte. Ist nicht mein Kampf. Hm. Also die Stimmen sind sehr leise. Ich hoffe, das stört nicht. Müssen wir das mal anhören dann. Hm. Indisch-christlich. War's das? Nein, ich schau nur. Okay. Glück gehabt? Noch nicht. Und du? Nein. Okay. Bilder schön. Und hast du was gefunden hier? Nein, ist nichts. Das wird niemand vermissen. Drei Stück, keine Ahnung, wo die sind. Kompass. Drehen, das gucken und dann können wir hier drehen, ach hier mit Alt, also hier. Ah, jetzt kann man, okay. Gut. Funkgerät. Alte Computerbildschirme. Ah, Lakshmi, Göttin des Wohlstands. Popo. Gut, also hier habe ich jetzt nicht viel gesehen. Ich leih mir das mal aus. Mhm. Fraser, komm her. Vielversprechend. Verschlossen. Nicht mehr lange. Was war das für eine Karte? West Earth, Hoysala-Gebiet. Nein, schon gut. Nichts, was wir nicht schon wussten. Scheiße. Das war nix. Soll ich's machen? Nein.
Na komm her. Ah, jetzt mal. Das ist wunderschön. Shit, weg hier! Nadine. Ross. Eine angenehme Überraschung. Ah, ah, Vorsicht, Männer. Dieser Tiger hat Krallen. Asaf? Ach, all die Jahre. Und du bist keinen Tag älter geworden. Sehr charmant. Suchst du etwa Arbeit? Ich höre, Shoreline steht unter neuer Leitung. Ein kurzer Rückschlag. Damit werde ich schon fertig. Na klar, na klar. Aber schade. Meine Männer und ich könnten jemanden wie dich brauchen. Moment mal. Komm ich hier raus? Ja, ich komm raus. Ich stell mal die Primärlautstärke höher. Ich hoffe, das klappt so. So, jetzt geht's weiter. Ich muss rein wieder ins Spiel. Was machst du hier? Denn das ist nicht gerade dein Spezialgebiet. Es ist eine sehr schöne Sammlung, muss ich sagen. Chloe Fraser. Ich sammle Antiquitäten. Eine Diebin. Du arbeitest für eine Diebin. Sir, wir haben ein Problem. Ich bin gleich da. Die Scheibe. Oh, stimmt. Die Scheibe. Also, zuerst hielt ich sie für einen gewöhnlichen Rebellen. Aber sie haben es geschafft, das Reich der Hoysala zu finden. Gar nicht schlecht. Ihr größter Schatz. Ganeshas Stoßzahn. Das ist kein leichter Fund. Was tust du da? Drei persische Invasionen, drei verschiedene Kriege und nach all den Jahren hat ihn keiner finden können. Wir sind dran. Seid ihr nicht. Und eure einzige Chance, die ihr habt, um seinen Aufenthaltsort zu finden, ist jemand, der euch dabei hilft, dieses Artefakt zu verstehen. Jemand mit umfassendem Wissen über die Hoysala-Gesellschaft. Ganz genau. Ja. Ein Experte für ihre Kultur und Geschichte. Mein Honorar ist angemessen. Eine Parasitin, die unseren Kampf ausnutzt, um sich die eigenen Taschen zu füllen. Das heißt also nein? Ist nur nein. Du hast Schneid. Gefällt mir. Aber ich brauche nicht noch mehr sogenannte Experten. Erschießt sie, werft die Leichen in den Fluss. Nicht nötig. Wir werfen uns selbst raus! Ihnen nach! Na los! Wir müssen über den Fluss! Guck mal, wo ich hin. Vielleicht finden wir hier richtig, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir kommen einfach mal weiter. Dann vermisse ich willkommen. Hier drin, schnell! Verdammt, was sollte das eben? Nicht elegant, aber effektiv. Du wolltest mich ans Messer liefern, oder? Das nennt man improvisieren. Wer ist jetzt hier unprofessionell? Was zur Hölle soll das heißen? Das heißt, du hast Asaf einen Vorsprung verschafft. Ich frag mich langsam, ob du die 50% wert bist. Wusste ich's doch. Du wolltest mich verraten. Du kannst einfach nicht aus deiner Haut. Du weißt gar nichts über mich. Übrigens, der Letzte, der mich verraten hat, ist tot.
Da ist ein Fluss. Ja. Und wehe, dein Typ ist nicht da. Shit! Okay, Zeit zu verschwinden! Na los! Direkt hinter dir! Also, das ist gefährlich! Links! Oh nein! Mach dich! Komm schon! Schalte noch um. Ja, weiter! Aufpassen! Darauf habe ich schon gewartet. Echt jetzt? Ich zeig! Hallo, hallo. Jetzt reicht's aber. Weicheier. Keine Zeit für Schadenfreude. Weiter. Wie lang denn? Weil das so eine Kante war, hab ich das nicht gesehen. Die Kante war scheiße. Die Kante war kacke. Warte mal, die ist eine schöne Kante hier. Am besten hier springen, genau. Sehr geil. Und wie sieht's aus? Ganz gut. Sollten in einer Stunde da sein. Gut. Ganeshas Stoßzahn. Kein Wunder, dass die Hauptstadt der Häuserla geplündert wurde. Schau dir das Ding an. Glück gehabt? Ich brauche kein Glück. Also etwas Glück könnten wir gut brauchen. Denkst du immer noch an Asafs sogenannten Experten? Keine Sorge. Wenn Asaf nicht schon in dem Guts ist, dann ist er dicht hinter uns. Und er hat Transporter. Waffen. Hunderte Männer. Wie gesagt, keine Sorge. Könnte ein Schlüssel sein. Vielleicht. Mal sehen. Okay. Der Dreizack. Ganeshas Waffe. Pfeil und Bogen. Gehörten Parashurama. Und die Axt. War ein Geschenk von Shiva. Die große Schlacht. Was? Die Schlacht, in der Ganesha den Stoßzahn verlor. Wenn wir diese Symbole finden, finden wir ihn. Nicht schlecht, Fraser. Naja, du kannst meinem Vater danken. Hindu-Mythen waren sein Ding. Hat abgefärbt. Er muss stolz sein. Die Sonne geht auf. Ich mach mich fertig. Gute Arbeit. Ich mach mich fertig. Ich
glaube, der nimmt da richtig gut auf. Der ruckelt schon wieder ein bisschen, die Sau. So, so. Ziemlich weit, um einen Streit beizulegen. Für meinen Seelenfrieden, okay? Oh. Schöne Aussicht. Ja, schöne Aussicht. Oh. Achso, die Landschaft, Entschuldigung. Sieh mal. Wie seltsam. Oh Mann, ich bin verrückt. Ich zweifle nie wieder an dir, Chloe. Ist das Häusala? Häusala. Das ist kein modernes Bauwerk, also sind wir auf dem richtigen Weg. Was? Mir gefällt das nicht. Dir gefällt nie etwas. Nein, wir sind fast 100 Kilometer gefahren, ohne eine Spur von Asaf. Denk positiv. Vielleicht sind wir ihnen ja voraus. Unwahrscheinlich. Ich such den Stoßzahn. Asaf gehört dir. Verstanden. Wir treffen uns beim Wagen. Yep. Heimkehr, Homecoming. Durch gefaugene Fahrzeug zu finden. Wo ich ihn abgestellt habe. Ah, warte mal, das machen wir noch gerade. Unglaubliche Landschaft. Wurde auf dem Handy gespeichert. Dankeschön. Das war jetzt, glaube ich, J. Ne? G, A, R, J. So, gucken wir mal. Ah, schön. Zoomen wir mal hin. Gut, alles klar. Ich würde es aber sagen, gucken wir mal, wo die jetzt die Ladebalken ist. Ja, hier. Alles klar. Heimkehr 11.38 Uhr. Ich muss jetzt langsam Schluss machen. Ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Gebt dem Video Daumen hoch. Oh Gott. Hat die aber kaputte Finger hier. Hier. Boah, hier. Und kaputte Fingernägel. Das zählt sich gar nicht für eine Frau. Ich wünsche euch was. Gebt Video Daumen hoch, abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Wie gesagt, ich bin verrückt. Tot. Bis dann. Ciao. Das ist Uncharted. Yeah. Aber es macht wieder Spaß. Geil.